Ich hatte kein Glück. Ich habe einen kleinen Eimer mit Maltesern. Und ich habe Glück gehabt. Hurra, hurra, die größten Bonbons habe ich. Aber die, die am wenigsten Glück hatte, kommt als erstes. Sophie, fang an. Ich fange schon an. Vielleicht habe ich am wenigsten Süßigkeiten bekommen, aber ich bin mir sicher, dass sie immer noch sehr lecker sind. Das scheint noch nicht alles zu sein. Da sind noch Süßigkeiten drin. Oh, wenn du dich selbst gerade sehen könntest. Hier ist, wozu Gier führen kann. Oh, als Letzte lache ich. Okay, iss. Endlich. Ich liebe diese Bonbons einfach. Ich freue mich so, die alle auf einmal zu essen. Wie lecker. Das ist sehr, sehr lecker. Oh, meine Hände sind jetzt voll in Schokolade. Und das ist eigentlich cool. Man kann die Hände auch in Bonbons reinstecken. Dann werden sie total mit Süßigkeiten bedeckt sein. Hm, Mädchen, stell dich raus, dass es so bequemer ist. Vielleicht ist es auch praktisch, Süßigkeiten zu essen, aber die großen müssen anders gegessen werden. Jede Süßigkeit ist eine vollwertige Delikatesse, also muss man jeden Bonbon genießen. Und mit Freunden teilen? Hände weg! Das sind meine Süßigkeiten. Nur meine. Okay, nicht schlimm. Ich weiß, wie ich zu diesen Süßigkeiten komme. Ein normaler Brenner wird mir helfen. Lecker! Ja, geklappt! Sehr gut. Hey, wo sind die Süßigkeiten? Tut mir leid, Candy, aber ich konnte einfach nicht widerstehen. So lecker sind sie. Ups. Hier, nimm alles, was ich habe. Ich hatte wieder Pech. Ich habe eine kleine Flasche. Und ich habe einen riesigen Kuba-Buba-Ballon. Ich glaube, ich habe eine einfache Flasche. Ja, mein Kaugummi hat nur einen Vorteil. Ich kann ihn als Erste kauen. Und ich kann ihn als Erste genießen. Komm her. Mmh, es war sehr gut. Es hat sehr gut geschmeckt. Schade, dass ich keine mehr habe. Aber jetzt kann ich eine Blase aufblasen. Oh, ich habe jetzt ein klebriges Gesicht. Das ist eklig. Okay, genug zu lachen. Ist deine Portion. Ja, das mache ich sehr gerne. Ich möchte den auch genießen und danach die größte Blase aufblasen. Wow, schau, ich habe eine Blase hinbekommen. Sie kann sogar fliegen. Hm, ich habe eine tolle Idee. Ich kann eine ganze Reihe von Blasen machen. Upp, hier kommt noch eine. Ich werde sie an die Flasche binden. Nun, machen wir weiter. Los geht's. Oh nein, ich wollte etwas Schönes machen, aber der Kaugummi ist weggeflogen. Was für eine Ungerechtigkeit. Marley, nur du bist noch dran. Endlich, hurra, hurra. Nun, wie soll ich diesen Kaugummi probieren? Die Flasche ist so dicht, dass ich sie nicht einmal ausdrücken kann. Helft mir. Vielen Dank. Okay, lasst es uns zusammen vorsichtig umdrehen. Oh ja, das ist eine andere Sache. Sehr lecker. Stopp, das reicht. Gib mir keinen Kaugummi ins Gesicht. Was? Hast du was gesagt? Ich denke, es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Aber nein. Ihr seid einfach neidisch auf mich. Ich werde gleich die größte Blase aufblasen. Davon habt ihr nicht mal geträumt. Uiui, so groß. So groß. Mädels, das ist wirklich sehr lustig. Es macht Spaß und jetzt sind wir alle klebrig und eklig.
Ich habe noch nie so eine kleine Wassermelone gesehen. Und ich habe eine klassische Wassermelone, wahrscheinlich sehr süß. Ich habe nichts bekommen. Was ist das für eine Ungerechtigkeit? Es scheint, dass etwas fliegt. Oho, anscheinend ist es meine Wassermelone. Wow. Wenn sie ein bisschen woanders gelandet wäre. Okay, ich habe die kleinste Wassermelone, aber das ist natürlich besser als nichts. Zuerst werde ich die Schale entfernen. Und dann kann ich den leckeren Fruchtfleisch genießen. Mmh, perfekt. Wenn es noch keine Kerne gäbe, wäre es noch besser. Hey, du darfst nicht spucken. Ich verstehe natürlich, dass du mich beneidest, weil die riesige Wassermelone noch auf mich wartet. Aber das ist kein Grund zum Spucken. Okay, Wassermelone, Zeit, dich zu essen. Wie breche ich das? Mit dem guten alten Karate. Cool, es tut weh. Oho. Okay, ich habe es geschafft, die Wassermelone zu brechen. Dann kann man sie endlich essen. Okay, Löffel ist da. Ich komm ran. Mmh. Wie gut es riecht. Diese Wassermelone ist so groß. Ich will noch mehr. Okay, was soll ich tun? Die Wassermelone ist zu groß. Wie kann ich sie brechen? Ich weiß wie. Ich mache es mit einer Bombe. Okay, los. Zeit läuft. Dynamite? Ah, rennt, wer es tun kann. Wow, es war laut, aber cool. Seht auch, wie viele Wassermelonenstücke es gibt. Jeder hat genug. Cool, vielen Dank. Das sind keine Sandwiches, aber irgendwie Semmelbrösel. Und ich habe gute Sandwiches. Wow, Sophie, das ist ja eine Portion. Ja, ich habe Glück, Candy. Aber diesmal wirst du die Erste sein. Ja, ich habe Hunger. Es ist Zeit zum Mittagessen. So klein, aber sehr, sehr lecker. Hm, was ist das denn? Ich habe fast einen Zahnstocher geschluckt. Okay, es ist besser, die zunächst zu entfernen. Ansonsten kann es zu schlimmen Folgen führen. So ist viel besser. Okay, ich werde deinem Beispiel folgen und auch die Spieße sofort herausziehen. Jetzt können wir die Sandwiches in Ruhe genießen. Mmh, wie lecker. Hey, Candy, was hast du gemacht? Oh, es tut mir leid. Ich habe einfach sehr Hunger. Du hast ihn gelutscht. Ich werde ihn definitiv nicht essen. Aber ich habe ein zusätzliches Sandwich bekommen. Nun, es ist Zeit für meinen Riesen. Wie kann ich sie denn heben? Die sind zu schwer. Oh, und diese Holzstäbe helfen sowieso nicht. Ich bin müde. Wartet. Ich habe eine Idee. Mit Hilfe einem Schwert werde ich dieses riesige Sandwich in viele kleine aufteilen. Genau so. Und jetzt werde ich sie auf einen Holzspieß tun. Schaut mal. Ich habe ein neues Gericht erfunden. Das ist so lecker. Und so ist viel bequemer zu essen. Ja, ich bin jetzt schon satt, glaube ich. Wow, ich habe sogar etwas an Gewicht zugenommen. Ja, ich glaube, ich habe ein bisschen zu viel zugenommen. Oh, ich falle! Ich mag es zu pfeifen. Mary, hör auf! Ich kann mir das nicht mehr länger anhören. Ja. Ach, komm schon, ist das so schlimm? Dir keine Sorgen. Mein Mund wird beschäftigt sein. Schau mal, wie viel Eis ich habe. Fantastisch. Ich habe scharfen Kaugummi. Wie unfair. Du meine Güte, du tust mir leid. Wie auch immer, du kannst anfangen. Ich habe Angst. Ich will nicht so schnell anfangen.
Lass mal schauen, was in der Packung drin ist. Oh, der Kaugummi ist so scharf, der dampft ja. Aber vielleicht ist er ja lecker. Ich werde ihn wohl probieren müssen. Och, gar nicht so schlecht. Gefällt mir. Oder doch nicht? Oh, wie scharf. Mary, reiß dich zusammen. Was war das? Hier brennt doch was. Kommt das von mir? Oder auch nicht? Das Feuer ist vorbei. Ich brauche dringend was Kaltes. Lilly, dein Eis sollte passen. Wie geht's dir, Mary? Steck deinen Kopf fest. Halte durch, ich zieh dich raus. Oh, danke, Lilly. Endlich ist es vorbei. Wie soll ich das jetzt essen? Igitt, sind das deine Wimpern? Ist ja eklig. Oh, danke, dass du sie mir wiedergegeben hast. So ist es besser. Das ist trotzdem voll eklig. Hm, ich habe einen Plan. Ich drehe das Eis einfach um und fange von der anderen Seite an. Ein paar Mal klopfen. So sollte es klappen. Super. Sieht sogar noch besser aus. Mein Traum wird wahr. Nichts geht über Schokoeis. Mann, da hast du Glück gehabt. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie lecker das ist. Und schon ist das Eis alle. Wieso ist es hier so kalt? Ich kann mich nicht bewegen. Oh nein, Lilly ist eingefroren. Sie hat sich in eine Eisstatue verwandelt. Ich muss sie dringend auftauen. Hoffentlich hilft mir der Kaugummi dabei. Lilly, mach den Mund auf. Ich habe eine Idee. Bist du dir da sicher? Das ist unsere einzige Chance. Klasse. Aber jetzt brenne ich. Das ist nun mal ein Nebeneffekt. Ups. Ups. Peinlich. Wo bleibt unser Essen? Oh, da ist es ja. Ich glaube meinen Augen nicht. Ist das ein Schokobrunnen? Den muss ich dringend probieren. Lecker Schmecker Schokolade. Und was hast du, Lilly? Ich habe einen Kaugummibrunnen. Sowas habe ich noch nie gesehen. Schau mal, wie viele Kaugummis. Die will ich probieren. Oh ja, voll lecker. Kann ich mir vorstellen. Wie cool. Ich krieg gar nicht genug davon. So viele verschiedene Geschmäcker. Der Kaugummi steckt fest. Ich krieg ihn nicht ab. Lilly, sei vorsichtig. Die Situation ist außer Kontrolle geraten. Jetzt hast du einen Kaugummi-Kopf. Weißt du, das hat sogar was. Kaugummi zum Greifen nah und die Frisur steht mir gut. Okay, zurück zu meinem Schokobrunnen. Der ist übrigens auch voll lecker. Aber hier fehlt noch was. Ah, ich weiß auch schon was. Ich liebe Cake Pops. Die sind voll lecker. Andy, das nehme ich mal. Vielen Dank. Hey, das war meins. Schau mal, was ich habe. Das hier tue ich noch in die Schokolade. Perfekt aus. Aber ich brauche noch mehr Schokolade. So ist gut. Gefällt mir. Gut gemacht, Mary. Oh nein, voll schwer. Oh, mir geht's nicht gut. Was ist das? Ein neuer Hut? Ja, jetzt habe ich auch einen. Wir sind voll stylisch. Und wir haben stets was zum Naschen. Voll toll. Einverstanden. Ich mag es nicht zu warten. Hier ist voll langweilig. Da kommt unser Essen. Super. Mama mia. Oh Mann, was für ein großes Nutella-Glas. Das wird mich endlich satt kriegen. Und
Und was ist das? Das verstehe ich nicht. Bei mir ist alles klar. Ich öffne auch schon gleich mein Glas. Oh, ich habe eine Idee. Ich mache mir Nutella-Brote. Aber zuerst muss ich mein Brot toasten. Ein bisschen warten. Okay, das Brot ist fertig. Hier kommt's auch schon. Das wäre ein großes Stück. Wie hast du das geschafft? Du hast doch ein kleines Stück in den Toaster gelegt. Das musst du nicht verstehen. Jetzt kommt die Nutella drauf. Das sieht einfach herrlich aus. Lilly, schau dir das an. Als wäre das Tortenguss oder sowas in der Art. Fertig. Jetzt kann ich das probieren. Hey, wo ist mein Brot hin? Mensch. Heute sehe ich bestens aus. Zeit für ein Selfie. Hä, wo kommt das her? Ist das Brot? Woher? Seltsam. Scheint, als wäre der Nutella-Belag zu schwer geworden. Okay, so gefällt es mir sogar mehr. Mm, so schön weich. Als wäre das eine Schokotorte. Schmeckt gut. Ich will mehr davon. Oh Mann, ich hätte auch gerne was. Mein Plan war genial. Jetzt bist du dran, Lilly. Ich muss erstmal herausfinden, was das ist. Sieht wie eine Pistole aus. Aber was ist drin? Ich habe keine Ahnung. Oh, das Ding schießt ja mit Kaugummis. Hoffentlich schmecken die. Wow, gar nicht schlecht. Ich mache daraus eine Blase. Wow, was für eine Überraschung. Da hast du Glück gehabt. Sorry, Lilly. Aber das kann ich mir nicht verkneifen. Hier kommt mein Glas hin. Versuch das zu treffen. Was soll ich tun? Treffen? Ah, das kann ich schaffen. Das klappt ja schon mal gut. Los geht's. Oh, Lilly, das machst du super. Mach weiter so. Ich schieße voll gut, nicht wahr, Mary? Oh ja, ich bin stolz auf dich. Schau mal, ich habe die Mitte getroffen. Super. Was machst du da, Mary? Ich kau Kaugummi. Jetzt gehört der mir. Hey, aber das ist voll unfair. Sorry, das sind die Regeln. Du hast sie mir selber gegeben. Ich bin voll müde. Wow, hoffentlich weckt mich das auf. Sieht appetitlich aus. Das kannst du laut sagen. Das ist ja ein Riesenkaugummi. Ich breche mir ein Stück ab. Wow, das schmeckt einfach super lecker. Mary, Mary, es freut mich ja. Glückwunsch. Aber du nervst total. Hoffentlich gefällt mir mein Keks. Hey, wieso schaffe ich es nicht, noch zu machen? Hä? Ich muss mir wohl Mühe geben. Okay, jetzt klappt es endlich. Probieren wir mal das Stück. Riecht klasse. Muss lecker sein. Oh ja, genau so ist es. Wie ein Oreo-Keks, nur eben 100-mal größer. Das bringt mich auf eine geniale Idee. Ich will meinen Kaugummi auch mit einem Messer schneiden. Es klappt. Ich mag diese Stückchen. Als hätte ich eine Kaugummitorte. Tatsächlich, das ist eine Kaugummitorte. Die zergeht ja nur so auf der Zunge. Was für eine geniale Kombination. Kaugummitorte? Das darf doch wohl nicht wahr sein. Sowas gibt's doch nicht. Lilly, schau genau hin. Ich esse sie und genieße sie über alles. Es sind nur noch ein paar Stück übrig. Nicht mehr lange. Oh, das war's. Das war mega lecker. Gut, dass ich noch Kaugummi habe. Daraus mache ich mir eine Kaugummiblase. Juhu, die war zu groß. Oh Mann.
Ich glaube, das hast du ein bisschen übertrieben. Mary, komm wieder zurück. Sowas kann schon mal passieren. Ich sehe, du hast keine Lust auf deinen Keks, oder was? Guten Appetit, Lily. Hör auf! Hey, Mary! Entschuldige! Keine Lust mehr. Ach, komm schon, das hat doch Spaß gemacht. Als wäre ich Trampolin gesprungen. Na endlich! Ich habe so lange auf diese Comics-Folge gewartet. Ich liebe sie. Iron Man, wie cool. Oh, was schmeckt denn da? Oh Mann, Andy hat schon wieder was abbekommen. Ich würde sagen, Friede, Freude, Eierkuchen. Wo kommt der Gestank her? Keine Ahnung. Stinkt ja schlimm. Genau, also ich bin's nicht. No. Oh nein, bloß kein Fisch. Wie ekelerregend. Seltsam. Meiner riecht nach gar nichts. Ach so, der ist aus Schokolade. Oh nein, das heißt, ich habe den Stinkefisch. Bloß nicht das. Ich hasse Fisch. Wieso muss er auch noch so gewaltig sein? Probieren wir mal. Nein, das schmeckt einfach fürchterlich. Ist gar nicht auszuhalten. Ich will das nicht weiter essen. Wie bitte? Du musst aber. Das sind die Regeln. Na gut, ich bring's einfach hinter mich. Das müsste machbar sein. Unglaublich, das hätte ich nie geschafft. Das hätte ich auch nicht von mir erwartet. Das Skelett werde ich sicher nicht gebrauchen. Boah, wie eklig. Wie aus einem Horrorfilm. Was treibst du? Ich will nicht nach Fisch stinken. Igitt. What's the matter? Glücklicherweise habe ich was Besseres. Meinen Schokofisch. Der wird sicher lecker schmecken. Wenn der so gut ist, dann gib mir doch was ab. What? Bitte, bitte. Please. No. Wie bitte? Sicher nicht. Geizhals. Ich dachte, wir wären Freunde. Dann werde ich ihn dir wohl wegnehmen müssen. Hey. Gib das her. Oh, ich wollte schon immer mal diesen Spionentrick machen. Das ist mein Fisch. Lass ihn in Ruhe. Bye, bye. Jetzt gehört er mir. Okay, here we go. Oh nein, siehst du das? Das sind Chilis. Bloß nicht das. Probier du es. Ich? Nein, du kannst anfangen. Sicher nicht, lass uns abzählen. Hurra, ich habe gewonnen, also bist du Erste. Ich will aber nicht. Ich lass dich gerne vor. Du hast verloren, also fängst du an. Ist ja gut, ich habe bloß gehofft, du wärst ein Gentleman. Genau, das heißt ja Ladies first. Scheint alles in Ordnung zu sein. Ach so. Die Chilis aus Schokolade, schmeckt toll. Ist dann also meine Schote echt? Sieht so aus. Da habe ich ja nochmal Glück gehabt. Ich musste nicht von dem scharfen Ding leiden. Dir wünsche ich aber guten Appetit. Ich will aber nicht. Was soll das bedeuten? Du hast keine Wahl. Okay. Ist ja gut, schrei mich nicht so an. Oh. Move it. Ist ja gar nicht so scharf. Ich hätte mir keine Sorgen machen müssen. Das schaffe ich in Nu. Gefällt's dir? Oh Mann, was für eine Enttäuschung. Ich trinke noch ein Glas Milch dazu. Dann ist alles in Ordnung. Wow! Das war's auch schon. Oje, oje, Hilfe! Hurra! Auf diese Show habe ich gewartet. Wie wär's noch mit ein bisschen scharfer Soße? Sag, das ist für dich. Bist du naiv?
Was hast du angerichtet? Ich kann das nicht aushalten. Mach's gut, schönen Flug. Haltet mich fest, ich falle. Hurra, ich bin wieder zurück. Na endlich. Hey, was hast du angerichtet? Schau, wie ich jetzt aussehe. Au! Ich will anfangen. Oh nein, das ist ein Kaktus. Wie soll ich den essen? Ich habe auch einen Kaktus. Und der piekst auch. Was sollen wir machen? Welcher davon ist echt? Was sollen wir tun? Wir müssen wohl beide anfassen. Wünsch mir Glück. Oh, das tut ja gar nicht weh. Außerdem schmeckt die Stachel gut. Glück gehabt, ich habe einen Schokokaktus. Das heißt, dass mein Blumentopf auch aus Schokolade besteht. Glück gehabt. Unglaublich. Ich wünsche mir auch was aus Schokolade. Ah, ich habe ja auch einen Kaktus. Oh! Was schreist du denn? Der Kaktus war echt. Jetzt bin ich voller Stacheln. Wendy, hilf mir bitte. Ich schaff das nicht alleine. Komm her, natürlich helfe ich dir. Halte durch. Na, geht's dir besser? Ja, ein bisschen. Danke sehr. Du hast mich gerettet. Blöder Kaktus. Das war noch nicht alles. Dir zeige ich's noch. Pass bloß auf. Ich hab's auf den Kaktus abgesehen. Gut gemacht. Das war ein genauer Treffer. Von mir hättest du auch nichts anderes erwarten sollen. Mal sehen, wie er schmeckt. Schmeckt ja eklig. Schmeckt nach Gras. Das schaffst du. Ich glaube an dich. Here we go. Danke, dass du mich so unterstützt. Boah, ich muss gleich kotzen. Du hast den ganzen Kaktus geschafft. Gratuliere. Die Flagge ist für dich. Schon wieder ein Kaktus. Ach, das war ja blöd. Halt! Wieso fängst du an? Lass es uns fair entscheiden. Oh Mann, ich hab verloren. Siehst du, diesmal fange ich an. Awesome! Oh, wie cool. Das sind ihr kleine Schoko-Erdbeeren. Die sehen ja richtig appetitlich aus. Total. Und die gehören mir. Worauf warte ich noch? Hast du sowas schon mal gesehen? Oh. Als wärst du ein Clown. Haha, schau besser nach, was du hast. Klasse, ich habe echte Erdbeeren. Das ist ja noch besser als Schokolade. Schau her. So jongliert man. Oh Mann. Ich hätte mich aufwärmen müssen. Wie auch immer, ich esse sie einfach. Wow. Die schmecken einfach herrlich. Ich habe eine Idee. Aber dafür muss ich das ganze Grünzeug erstmal abreißen. Hey! Pass doch auf! Wirf die nicht in meine Richtung. Sorry. Ich kann es kaum erwarten, meinen Cocktail zu probieren. Cocktail? Genau. Ich mache mir einen Erdbeermilkshake. Sollte lecker sein. Wird auch nicht lange dauern. Nur alle Zutaten in den Mixer geben. Und fertig sind wir. Cool. In ein paar Sekunden ist der Milkshake bereit. Unglaublich. Das sieht ja wirklich appetitlich aus.
Muss sicher schmecken. Hab ich's doch gesagt. Aber hier fehlt noch was. Genau, Schlagsahne. Awesome. Die wird den Milkshake perfekt machen. Gibst du mir was ab? Von wegen, das gehört mir. Finger weg. Wer hätte gedacht, dass du so geizig sein würdest? Na warte, ich werde dir eine Lektion erteilen. Schau mal her. Oh, was hast du angerichtet? Du hast mich klebrig gemacht. Jetzt gehört dein Milkshake mir. Nein, 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 mein Milkshake. Ich habe mir solche Mühe gegeben. Sorry, aber jetzt gehört er mir. Mir ist nur die Schlagsahne geblieben. Ich habe noch meine Schoko-Erdbeeren. Ich versuche sie im Flug zu fangen. Here we go. Wunderbar. Das ist meine Chance, mir ein paar deiner Erdbeeren zu schnappen. Seltsam, wo ist die Erdbeere hin? Auf dem Boden ist sie nicht. Wo ist die zweite? What the? Zack, steckst du da dahinter? Was meinst du? Natürlich nicht. Na warte, ich habe eine Erdbeere mit Überraschung für dich. Hoffentlich glaubt mir niemand diese Erdbeere. Oh, wie naiv. Na, Zack, was sagst du dazu? Gefällt sie dir? Ist doch klasse. Oh nein, mein Mund brennt. Das sehe ich. Oh, ich muss meine Beeren in Deckung bringen. Und das Feuer löschen. Oh Mann, das hätte schlimm enden können. Yeah. Beim nächsten Mal stiehlst du mir meine Erdbeeren nicht. Okay, here we go. Unglaublich, ist ja toll. Das sind neue iPhones. Glück gehabt. Cool, neue Handys. Ich wollte mir gerade ein neues Handy besorgen. Ich auch. Mein altes funktioniert fast nicht mehr. Und damit lassen sich coole Selfies machen. Okay. Wieso hinterlässt mein Handy dunkle Spuren? Ist es etwa aus Schokolade? Loser! Mein Handy ist echt. Kann ich auch mit auf die Fotos? Was hast du hier verloren? Du ruinierst mir die Fotos. Was meinst du? Das wirst du mir büßen. Was für coole Fotos. Oh nein, ein Geist. Hilfe. Das ist kein Geist, ich bin es. Wegen dir habe ich mein Handy fallen lassen. Es funktioniert nicht mehr. Hätte es nicht so überreagieren sollen. Schön, dass mein Handy aus Schokolade ist. Glück gehabt. Get out. Gibst du mir auch was ab? Vergiss es, ich habe selber nicht genug. Mach du nur schön deine Selfies. Get out! Ah, ich habe eine Idee. Ich tausche einfach die Handys aus. So einfach geht das. Zack, willst du tauschen? What? Schokolade gegen ein iPhone? Hm. Na klar doch. Du bist so seltsam. Wer würde ein iPhone gegen Schokolade tauschen? Hey, das ist ja kaputt. Du hast mich angelogen. Gib mir die Schokolade wieder. Und was ist das? Ein Ladekabel? Aber das ist doch kein echtes Handy. Mal sehen. Boah, ist ja cool. Jetzt habe ich ein Stück Schokolade, das nie enden wird. Gibst du mir jetzt was ab? Nein, du hast mich angelogen. Dann esse ich dein Ladekabel. Das ist nämlich auch aus Schokolade. So regeneriert sich mein Handy nicht mehr. Wendy, wieso hast du das Ladekabel aufgegessen? Du hast alles ruiniert. Hättest mir was abgeben können. Selber schuld.
ist ja ein Puppet. Ich wollte mich gerade ein bisschen entspannen. Die Menge wird mir für mein ganzes Leben reichen. Oh mein Gott! Hey, hey. Ich will Erster sein. Here we go! Hä? Irgendetwas stimmt hier nicht. Ah, lecker. Das ist Fruchtgummi. Ich habe noch nie was Besseres gegessen. Awesome! Cool! Und jetzt bin ich dran. Nicht wirklich das, was ich erwartet habe. Probieren wir mal. Ich liebe Fruchtgummi. Ich habe noch ein paar Schichten. Oh. Diese Challenge gefällt mir. Susie, ich krieg Angst, die könnte auch uns auffressen. Keine Sorge, ihr seid nicht so süß. Okay. Na, endlich bin ich an der Reihe. Riecht seltsam. Aua. Lacht ihr nur, das wird mir nicht die Laune verderben. Wow. Wow. Oh, wie cool. Wow. Ich könnte unendlich lang damit spielen. Aha. Ah. Wow. Das Ding hat Susie total entspannt. Hey, schläfst du? Okay. Viel zu wenig Pommes. Meine Portion gefällt mir gut. Schaut euch mal meinen Pommesturm an. Oh nein, in diesem Raum befindet sich eine Bombe. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Schnell alles aufessen. Monika, gib mir Wasser. Susie, worauf wartest du? Mach schneller! Du schaffst das! Hey! Come on! Ich kann nicht mehr! Leute, sorry! Oh no! Ich hab euch lieb! Hä? Das war nur ein Scherz? Mann, oh Mann! Andy, das war doch bloß Cola. Das war gar nicht witzig. Gott sei Dank habe ich nur eine kleine Portion. Oh no! Das darf doch nicht euer Ernst sein, oder? Ich hasse Brokkoli. Uh-oh! Vor allem so viel. Yes! Ich glaube, man kann Brokkoli aufpeppen. Mit Schokolade lässt sich alles retten. Na, sieht doch schon viel schöner aus. Guten Appetit. Wobei, ich muss sagen, der Brokkoli war hier fehl am Platz. Tada. Okay, jetzt aber guten Appetit. Oh mein Gott! What? Wow!
Oh no! Bin ich jetzt dran? Ich weiß, was zu tun ist. Wir brauchen nur ein bisschen Magie. Mein Zauberstab wird uns helfen. Tada! Ich bin fertig. Monika, du hast alles ruiniert. No. Jetzt muss ich diesen blöden Brokkoli essen. Ich schaff das mit links. Schaut her. What? What? Oh mein Gott! Oh nein, Susie hat sich in Hulk verwandelt. Awesome. Oh, ein ganzer Haufen Gummibärchen-Lego. Ich hab nur ein Stück. Hey. Okay. Ich werde es als Erste probieren. What? Leute, mir geht's gut. Ich will nicht den gleichen Fehler begehen. What? What? Oh mein Gott! Wie sollen wir sie wieder zurückverwandeln? Oh, really? Ich habe eine Idee. No! Andy, du hast alles ruiniert. Lasst uns was bauen. Oh. Wow. Oh no. Tudu. Jetzt müsste alles sicher sein. Was ist passiert? Also wirklich sicher war das nicht. Jetzt abzählen, wer beginnt. Ich habe gewonnen, also kann ich beginnen. Oh, das sind ja Oreos, wie toll. Ich liebe Oreos. Die lieben wir alle. Und vor allem liebe ich die weiße Füllung. Die lässt sich perfekt mit der heißen Schokolade kombinieren. Ich glaube, dass die Oreos an sich auch lecker sind. Das ist klar. Aber die weiße Füllung ist doch der beste Teil. Was machst du? Du hast ja ein extra dickes Oreo. Genau das wollte ich. Genau das habe ich vor. Stell dir vor, wie lecker das sein wird, wenn ich das erstmal in die Schokolade getunkt habe. Wow, probier mal. Oh ja, das ist sogar besser, als ich es erwartet habe. Oh mein Gott! Wow, das war ja schnell. Jetzt bist du aber dran. Na endlich. Seltsam. Bloß nicht das. Da war doch etwas. Hä? Ein Zauberstab? Aber ich bin doch kein Zauberer. Was hast du angerichtet? Ich will meine Haare zurück. Ja, ja, warte. Oh, übrigens, die Farbe steht dir. Ich will die aber nicht. Ich will meine Haare zurück. Was soll das? Warte, warte. Hier, bitte sehr. Und du hast dir Sorgen gemacht. Und jetzt?
werde ich diesen Zauberstab benutzen, um die Kakerlake zu verwandeln. Mal sehen. Boah, das ist sehr cool. Jetzt habe ich eine Schokokakerlake. Die kann ich probieren. Die macht mir keine Angst. Aber etwas heiße Schokolade kippe ich noch drüber. Oh, das ist lecker. Und was hast du da auf der Schulter? Ach komm, das ist doch bloß eine echte Kakerlake. Diesmal will ich aber anfangen. Wow, ein Lutscher. Aber da ist eine Chilischote drin. Oh mein Gott! Monika, du kannst gerne anfangen. Vielen Dank. Seltsam, ich habe eine Spritze. Ich hoffe, dass da was Leckeres drin ist. Oh, das sieht ja cool aus. Na, schmeckt's? Total gut. Das mische ich jetzt noch mit der Schokolade. Der Sirup kommt auf den Teller. Oh, das sieht so appetitlich aus. Das ist Leckerschmecker-Gelee. Und jetzt kommt da noch Leckerschmecker-Schokolade hinzu. Schau mal, wenn ich die erstmal vermische. Wow, das sieht voll cool aus. Ich brauche noch ein Holzstäbchen. Wow, voll schön. Das kannst du laut sagen. Und jetzt kann ich das Ding probieren. Da hast du ja Glück gehabt. Das weiß ich. Oh, das ist so lecker. Ich beneide dich total. Hey, wieso isst du nichts? Oh, no. Ja, ich mache ja schon. Das Karamell sollte ja genießbar sein. Probier es. Oh, ich hatte recht. Das schmeckt gut. Ich würde sogar etwas Schokolade hinzugeben. Sieht voll lecker aus. Und? Die Chili bereitet dir keine Probleme? Ha, so weit, so gut. Es ist einfach viel zu scharf. Oh, was soll ich tun? Ich verbrenne gleich. Sag, geht's dir gut? Oh Mann, was soll ich tun? Hilfe! Moment, hier, warte mal. Wir löschen dein Feuer. Oh, vielen Dank. Das tut gut. Danke, Monika. Ohne dich wäre ich verbrannt. Gern geschehen. Ich frag mich, was uns diesmal erwartet. Lass mal nachschauen. Oh, wie cool, ich habe ein iPhone. Und zwar in einem Pop-It-Case. Voll cool. Hoffentlich kriege ich auch was Tolles. Nein, wirklich? Ich hasse Seefrüchte und vor allem Oktopusse. Schau mal, wie eklig der ist. Hoffentlich kann mir die Schokolade weiterhelfen. Na, komm schon, iss das. Das sieht wie ein Albtraum aus. Oh nein. Wie eklig. Mach nur weiter so. Du wirst mich auf TikTok berühmt machen. Was machst du? Mir hängen Tentakel aus dem Mund. Du lachst mich also aus? Na, warte. Oh mein Gott, das sieht voll schlimm aus. Hör auf, mir Angst zu machen. Na, hat's dir geschmeckt? Nein, gar nicht. Das war super eklig. Monika, dir ist doch schon klar, dass du dein Handy auch in die Schokolade tunken musst.
Ja, das ist mir gerade eingefallen. Mach's gut, liebes iPhone. Du warst mir ein wahrer Freund. Jetzt soll ich das lecken? Na komm schon, mach. Naja, Schokolade ist eben Schokolade. Oh je! Geht's dir gut? Ja. Na, es kann weitergehen. Awesome. Ein Apfel. Das ist lecker und gesund. Yeah. Zwiebel. Die schmeckt doch gar nicht. Wenn sie gesund ist. Du hast schon wieder Glück gehabt. Fang an. Meinen Apfel kann ich noch mit verschiedenen bunten Streuseln dekorieren. Aber zuerst tunke ich es in die Schokolade und mache daraus ein echtes Dessert. Eintunken. Sieht jetzt schon gut aus. Yeah. Und jetzt noch die bunten Streuseln. Oh, schaut mal, wie schön das aussieht. Na los, probier was. Schmeckt's dir? Total, das ist der Hammer. Ich glaube, das ist der beste Apfel, den ich je probiert habe. Ach, jetzt bist du voller Streuseln. Schau dir deine Lippen an. Jetzt lach doch nicht. Die haben mich nur etwas süßer gemacht. Los, jetzt bist du an der Reihe. Oh Mann, das habe ich ja ganz vergessen. So gerade eine Zwiebel. Oh, ich habe eine Idee. Vielleicht könnte ich ja auch dieselben Streusel verwenden. Hoffentlich hilft mir auch die Schokolade. Das bezweifle ich sehr. Das finden wir gleich heraus. Wow, das sieht ja schon toll aus. Yeah. Hast du das gesehen? Ach, du tust mir leid. Jetzt geht's aber los. Oh, ich würde sagen, das ist gar nicht lecker. Boah, widerlich. Das stinkt auch noch. Jetzt muss ich auch noch heulen. Genau das habe ich auch erwartet. Als hätte ich eine Mülltonne im Mund. Ich muss dringend was unternehmen. Hoffentlich hilft mir die Schokolade. Oh, du tust mir leid. Schau mal, du hast einen Schokobart. Das ist immer noch besser als Zwiebelmundgeruch. Das macht mir nichts aus. Was werde ich wohl bekommen? Ich krieg Erdbeeren. Komm mal her. Oh nein, und ich hab Brokkoli. Oh, sieht ja toll aus. Muss ich sofort probieren. Zuerst muss ich diese Erdbeere aufspießen. Jetzt tunke ich sie in die Schokolade. Und jetzt noch in Leckerschmecker Streusel. Zuerst in lila, dann in rosa und dann auch noch in weiß. Ah, ist einfach wunderbar. Ich liebe es. Jetzt bist du dran, Emma. Ja, dein Brokkoli sieht um einiges schlimmer aus. Ich werde das nicht tun. Benutz einfach ein paar bunte Streusel. Ja, okay. Schlimmer wird's dadurch sicher nicht, oder? Erstmal kommt der Brokkoli in die Schokolade. Und jetzt in die Schokostreusel. Sieht gar nicht so schlimm aus. Probieren wir mal.
es schmeckt immer noch furchtbar. Igitt. Voll ekelhaft. Mir ist schlecht. Hey, Emma, wach auf. Sie wacht nicht auf. Wir brauchen ernsthafte Maßnahmen. Dr. Jess eilt zur Rettung. Sie wird einfach Schokolade gebrauchen. Oh, hier kommt was Leckeres. Voll lecker. Vielen Dank, Jess. Na also, jetzt fühle ich mich viel besser. Ich freue mich. Was habe ich denn? Ein Donut. Oh, da habe ich aber Glück gehabt. Emma, schau dir das an. Ja, halte durch, Jess. Du kriegst einen Fisch. Oh, der sieht ja richtig schlimm aus. Nein, ich will aber keinen Fisch essen. Komm schon, du musst aber. Ich will nicht. Oh, sieht richtig ekelhaft aus. Fisch in Schokomantel. Was für ein Albtraum. Mir wird schlecht. Mir wird definitiv schlecht. Ich muss meinen Mund dringend mit etwas Schokolade beruhigen. Oh, jetzt geht's mir besser. Und ich werde meinen Donut jetzt in die Schokolade tunken. Jetzt sieht er gleich noch appetitlicher aus. Köstlich. Ich brauche noch mehr Schokolade. Oh nein, mein Donut steckt fest. Bloß nicht das. Er trinkt doch gleich. Ich werde nicht aufgeben. Was hat Emma denn vor? Halte durch. Ich werde meinen Donut noch rausholen. Ich hab's fast. Jetzt werde ich ihn sicher bekommen. Ah, so sieht also ein Schokobrunnen von innen aus. Ha, ich habe meinen Donut gefunden. Ah, es regnet Schokolade. Wir werden total bespritzt. Ich glaube, ich habe den Mechanismus kaputt gemacht. Ups, jetzt ist es vorbei. Also wird es Zeit, dass ich meinen Donut probiere. Na, was erwartet mich diesmal? Eine Wassermelone. Ist ja köstlich. Und was kriegt Jess? Das ist ja eine Chili. Was für ein Albtraum. Wieso habe ich so viel Pech gehabt? Was hast du denn vor, Emma? Was richtig Cooles. Erstmal kommt dieses Wassermelonenfruchtfleisch in den Mixer. Und da füge ich jetzt noch ein bisschen Schokolade hinzu. Jetzt den Deckel drauf. Und einschalten. Und jetzt kann ich meinen wunderbaren Schokoladen-Wassermelonen-Cocktail genießen. Riecht wunderbar. Und schmeckt köstlich. Ah, Jess, du hast ja die Chili. Halte durch. Okay, los geht's. Tief einatmen. Und los. Okay, so weit, so gut. Ah, ich bin Feuer und Flamme. Oh, wir müssen dich dringend retten. Emma wird dich retten. Okay, mir geht's wirklich besser. Vielen Dank. Gern geschehen. Was haben wir diesmal bekommen, Jess? Mais und eine Zwiebel. Igitt, ich hasse Zwiebeln. Roher Mais? Naja. Erstmal muss ich diese Blätter hier schälen. Okay. Und jetzt kann ich sie in die Schokolade tunken. Probieren wir mal. Oh, was für eine Abscheulichkeit. Aber ich habe eine bessere Idee. Ich brauche jeweils die Maiskörner. Die kommen in die Tüte rein. Und jetzt muss ich die Tüte ein bisschen durchbügeln. Noch ein bisschen. Und
fertig ist mein Popcorn. Und da kommt jetzt natürlich noch ein bisschen Schokolade hinzu. Schön durchschütteln. Und fertig ist mein Schokopopcorn. Lecker Schmecker. Emma, und du solltest dich um deine Zwiebel kümmern. Was für ein Mist. Okay, jetzt ist die Zwiebel in die Schokolade getunkt. Zumindest riecht sie nicht mehr nach Zwiebel. Aber die schmeckt immer noch nach Zwiebel. Oh nein, der Geruch ist immer noch da. Mir wird schlecht. Hä? Wo kommt denn dieser Geruch her? Gib mir ein bisschen von deinem Popcorn, Jess. Hä? Wo ist Jess denn hin? Na, wie auch immer. Ein Ei? Ernsthaft? Ich habe zwar noch nicht gegessen, aber mir ist jetzt schon übel. Ein leckerer, saftiger Burger. Was könnte schöner sein? Ich werde ihn in die... Nein, wartet mal. Ich brauche einfach eine große Spritze. Die fülle ich mit der Schokolade. Mh, Schokomedizin. Und jetzt kommt die Schokolade in den Hamburger. Juhu. So gefällt er mir um einiges mehr. Richtig lecker. Das sieht ja wirklich appetitlich aus. Und ich muss mich wohl an mein Ei machen. Das war toll. Was hat Emma vor? Das wirst du gleich sehen. Ich hoffe, es wird mir selbst gefallen. Hier kommt noch etwas Schokolade hinzu. Jetzt schön aufschlagen. Sieht noch nicht gerade appetitlich aus, aber mal sehen. In die Pfanne gießen. Hoffentlich wird was Gutes daraus. Probieren wir mal. Oh, riecht gar nicht gut. Aber ich probiere es trotzdem. Oh nein, gefällt mir gar nicht. Ich brauche dringend einfache Schokolade. Jetzt geht's mir besser.